Tausende protestieren gegen Südling in Fambach. Rund 3000 Menschen haben heute in Fambach im Kreis Schmalkalden-Meiningen gegen die geplante Stromtrasse Südlink demonstriert. Während der rund einstündigen Kundgebung haben sich verschiedene Kommunal- und Landespolitiker gegen die Erdkabelleitung in ihrer Region ausgesprochen. So appellierte Thüringens Umweltministerin Anja Sigismund, Bündnis 90/Die Grüne, an die neue Bundesregierung, die Entscheidung der Bundesnetzagentur zum Trassenverlauf noch einmal zu überprüfen. Mehrere Redner forderten, die Belastung der Energiewende gleichmäßig zu verteilen. Die Kundgebung soll nur der Auftakt für eine Reihe weiterer Demonstrationen und Aktionen gegen den Trassenverlauf während der kommenden Monate sein. Die Demonstration verlief ohne Zwischenfälle. Was bedeutet Südlink konkret? Der Südlink sind eigentlich zwei geplante Leitungen, die weitgehend parallel verlaufen, aber unterschiedliche Anfangs- und Endpunkte haben. Startpunkt ist in Wilster, 60 Kilometer nordwestlich von Hamburg, und das unweit gelegene Brunsbüttel an der Unterbe, Endpunkte Grafenenfeld bei Schweinfurt in Unterfranken und Grogertach im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg. Das Projekt wird von den Unternehmen TenneT und Transnet geplant. Bundesnetzagentur bestätigt Streckenverlauf durch Thüringen. Für die beiden Trassen haben TenneT und Transnet mehrere Korridorvarianten ausgearbeitet, also grobe Verläufe. Zwei mögliche Korridore hat die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde bestätigt, beide verlaufen durch Thüringen, wobei der westliche Korridor Thüringen nur an zwei kurzen Abschnitten streifen würde und ansonsten durch Hessen verlaufen würde. Der östliche Korridor sieht dagegen vor, dass die Leitungen nördlich von Leinefelde-Wohr bis Thüringer Gebiet erreichen, südwestlich des Nationalparks Hainich nach Westen schwenken, zwischen Eisenach und Gerstungen die Richtung nach Süden ändern und südwestlich von Meiningen die Landesgrenzen nach Bayern passieren. Landesregierung lehnt bisherige Pläne ab. Thüringen hat gegen diese Varianten mit dem Argument protestiert, sie verletzten das Prinzip der Geradlinigkeit. Deswegen hat die Landesregierung einen anderen Trassenkorridor vorgeschlagen, der durch Westhessen und Nordrhein-Westfalen führt und Thüringen nicht berührt. TenneT und Transnet verweisen dagegen darauf, dass die Varianten durch Thüringen weniger sogenannte Konfliktstellen enthielten, die dem Verlauf der Trasse entgegenstehen würden. Die Bundesnetzagentur hat sich dieser Haltung angeschlossen. Sie schreibt dazu, die wesentlichen Gründe für das schlechtere Abschneiden des Thüringer Vorschlags sind eine deutlich höhere Anzahl an erheblichen naturschutzfachlichen Konflikten, höhere Anteile von sensiblen Flächen innerhalb der etwa 1000 Meter breiten Korridore sowie einzelne Konfliktstellen, die eine Realisierung der Leitung nicht oder nur unter einem extremen technischen und wirtschaftlichen Aufwand in dem Korridor zulassen, wie beispielsweise die Querung des Spessart.